So, hier haben wir alle Einzelteile des Zeltes einmal für euch ausgebreitet, damit ihr das sehen könnt. Der Vorteil bei diesem Zelt ist, dass ihr einfach ja eine große Tasche habt, wo ihr das Zelt halt einfach irgendwie erstmal rein tut. Das geht ganz schnell. Dann habt ihr hier diese Laschen, die ihr quasi festsurrt, und hier diese Luftöffnungen. Dann presst ihr die Luft quasi da raus und habt dann somit das kleinste Packmaß, was möglich ist für dieses Zelt. Hier haben wir die Zeltstangen. Dann haben wir hier, wer das also möchte, wir würden das aber immer empfehlen, wenn ihr das Zelt also nicht nur so einmal für Freizeitmöglichkeiten nutzt, sondern wirklich dauerhaft ja, da drin campt, so wie wir das machen, ein Foodprint euch zu besorgen. Das ist dieses hier. Und hier haben wir dann einmal nochmal einen kleinen Sack für die Heringe. Die sehen bei Vodé so aus. Es ist ja ein Dreimannszelt, das heißt, es ist jetzt nicht das allerkleinste und auch nicht das allerleichteste. Wir werden jetzt heute einmal auf die Vor- und Nachteile, die wir während dieser Nutzungsdauer erfahren haben, darauf eingehen, damit auch ihr einen Einblick über dieses Zelt bekommt. Im Voraus, es ist kein schlechtes Zelt, das wollen wir auf keinen Fall jetzt runter machen, aber es gibt halt gewisse Vor- und Nachteile, die damit verbunden sind. Für mich persönlich immer sehr ausschlaggebend war die Sturmstabilität, denn wir sind damals, als wir in Kroatien Urlaub gemacht haben, öfters mal von einem Bohrersturm überrascht worden, und jeder, der weiß, was ein Bohrersturm ist, der weiß, damit ist nicht zu spaßen. Deswegen war es mir persönlich sicher, dass das Zelt sehr sturmstabil ist, was es auch ist, denn wir haben uns für die Geödät-Aufbauart des Zeltes entschieden, und das ist diese Querstange, die dann bei dem Geödät zusätzlich dazu kommt. Natürlich ist das etwas mehr Gewicht, aber als Radreisender kann man darüber hinwegsehen. Dafür hält dieses Zelt über 100 km/h Stundenkilometer mit Windgeschwindigkeit aus. Ja, und ein klipp und klarer Vorteil an der Geodätaufbauart ist natürlich, dass dieses Zelt sich ohne Heringe frei aufstellen lässt. Das heißt, man ist irgendwo, ich sag mal, im Balkan unterwegs, zeltet auf Geröll, auf Stein oder auf Asphalt. Das Zelt lässt sich ohne Heringe aufbauen. Das ist ein klarer Pluspunkt. Natürlich wird immer gesagt, dass sich auch Tunnelzelte abspannen lassen. Da muss man aber eine halbe Stunde auf Steinsuche gehen. Und das jeden Tag, das wollt ihr nicht machen. Ein Vorteil für uns zur Auswahl dieses Zeltes war natürlich die schöne grüne Farbe. Wenn man sein Zelt natürlich auf einer Wiese oder im Wald aufbauen möchte und nicht die Absicht hat, gesehen zu werden, dann ist das natürlich von Vorteil. Das Zelt hat aber leider im Aufbau für uns ein Problem oder einen Fehler. Und zwar liegt der hier an den Absiden. Ihr seht jetzt zum Beispiel, diese Seite ist super gespannt und diese Seite, die hängt so ein bisschen. Das heißt, wenn es jetzt Starkregen gibt, ja, dann läuft der hier runter, drückt das hier auf das Footprint und es läuft hier der Regen rein. Das heißt, für uns war es teilweise problematisch, die Absiden, die natürlich viel Stauraum bieten, wo wir auch unsere Sachen hatten teilweise, aber es war sehr problematisch, bei Starkregen diese auch wirklich trocken zu halten. Das Wasser kommt hier drauf und desto mehr Wasser sich ansammelt, desto mehr läuft Richtung Zelteingang und dann läuft es irgendwann unters Zelt. Und das ist ein Problem. Oh. Ihr habt mittlerweile schon gesehen, das Zelt hat zwei Absiden im hinteren und im vorderen Bereich. Und diese Absiden bieten hier also, wenn man dann auch noch den Footprint darunter hat, wirklich sehr guten Stauraum für ganz viel Gepäck. Leg dich doch mal rein, damit die Leute sehen. Legen nicht, aber ich kann mich reinsetzen. So. Ja. Also ich passe hier sehr gut rein. Ich könnte jetzt hier auch ohne Probleme einmal zumachen. Tschüss. Und jetzt sitze ich hier drin. Hallo? Oh ja. Tada. Und zwar kann man dieses Zelt auch belüften im hinteren und im vorderen Teil, also Durchzug erzeugen. Mit diesem Dach hier kommt aber trotzdem kein Regen rein, zumindest nicht von oben. Ne? Und
besser macht man das hier so nach außen. Regen dann landet hier also oben und prasselt an der Seite runter. Ein Regenschutz. Tschüss! Obwohl das Zelt 2 Apsiden hat, ein Negativpunkt auf unserer Liste, denn ihr könnt hier hinter mir ganz wunderbar sehen, dass der obere Teil, aber eigentlich nur ein Drittel jeweils der Türen, hier oben mit einem durchlässigen Fliegennetz besetzt ist. Und hier unten hat das, also zwei Drittel der Tür, quasi denselben Zeltstoff wie rundherum beim Zelt. Ja, nicht der Boden, sondern rundherum. Das heißt, hier in zwei Drittel der Tür kommt so gut wie gar keine Luft durch. Und man liegt ja eigentlich eher hier unten. Das heißt, die Luft kommt allerhöchstens hier oben durch. Man spürt sie nicht. Wenn es wirklich warm ist oder schwül, dann kann es in dem Zelt schon recht stickig werden. Dann schlafe ich lieber draußen. So, wir bleiben einmal hier an der Tür, denn wir wollen euch zeigen, wie das Zelt innen aufgebaut ist. Ihr seht hier diese kleinen Laschen. Das heißt also, ihr könnt sehen, das Innenzelt ist in dem Außenzelt angehangen. Das hat den Vorteil, dass ihr das Zelt im Regen aufbauen könnt und das Innenzelt wird nicht nass. Das hat aber leider auch bei wärmeren Gefilden den Nachteil, dass ihr das Innenzelt nicht ohne das Außenzelt aufbauen könnt, was ja viele Radreisende dann doch gerne mal machen, wenn es sehr, sehr heiß wird. Da haben wir uns zwar was gebastelt, das haben wir aber nie ausprobiert, weil so heiß war es bei uns nie. Aber grundsätzlich gibt das so erstmal die Herstellung des Zeltes nicht her, dass das Innenzelt einzeln aufgebaut werden kann. Okay, jetzt gehen wir aber mal rein ins Zelt. Also der Innenraum ist wirklich sehr geräumig. Zudem bietet es Stauraum. An 4 Ecken gibt es jeweils eine Tasche. Und es gibt hier oben eine Wäscheleine. Da haben wir meistens mal so Socken oder eine Radlerhose aufgehangen und hier hing immer unsere Taschenlampe, damit wir auch im Dunkeln Licht hatten. So viel Raum ist wunderschön, aber jetzt kommt ein klipp und klarer Nachteil dieses Zeltes. Und wenn man jetzt einmal hier an diese Seitenwand guckt, dann wird es dem einen oder anderen schon auffallen. Ich liege hier jetzt und trotzdem fällt diese Seite auf mich drauf. Das heißt, wenn ich schlafe und hier liege, komme ich immer Berührung mit dieser Seite. Wie man hier erkennen kann, wenn man das Zelt richtig abspannen könnte, dann hätte man hier mit Sicherheit noch 20 cm Platz zu jeder Seite. Wir haben das immer so gemacht, dass wir dann hier quasi irgendwie was Schweres hingestellt haben, unsere Lenkertaschen oder irgendwas, Kleidung hingelegt haben, dass das sich hier so ein bisschen zieht. Wenn man das nicht macht, ihr seht halt, wie sehr das hier einfällt. Das hat uns persönlich immer sehr gestört und war auch ein großes Problem. Wenn man sich hier in die Mitte setzt, dann hat man das beste Raumgefühl, dann geht es nach oben. Wenn du aber an den Seiten sitzt und dich gerade hinsetzt, dann landet die Plane, die Innenseite landet auf deinem Kopf. Das heißt, dann ist das Raumgefühl also doch nicht so super. Das Zelt, wie es jetzt gerade steht, ist perfekt abgespannt. Besser kann man es nicht abspannen und trotzdem fallen die Seitenwände auf einen herunter. Und wir gehen jetzt nach draußen und ich werde euch jetzt den klaren Nachteil, der sich hier jetzt noch verbirgt, erklären. Ja, wir hatten leider sehr, sehr viel mit Feuchtigkeitsproblemen zu kämpfen, sei es einmal durch Regen, sei es durch das Tauwasser, weil wir in einem Tal gezeltet haben oder auch am Meer, da ist auch sehr viel Schwitzwasser und Feuchtigkeit. Und bei diesem Zelt ist besonders das Problem, dass wenn diese Sturmleine hier nicht gespannt wird, fällt, wenn Regen drauf fällt oder sowieso die Feuchtigkeit kommt, knickt dieses Außenzelt nach innen sehr schnell und liegt dann auf dem Innenzelt drauf. Und das Innenzelt hat natürlich nicht eine so hohe Wassersäule wie das Außenzelt, weswegen diese Feuchtigkeit sehr schnell durchdringt durch das Innenzelt. Und wie ihr eben drinnen gesehen habt, liegt das Innenzelt sehr oft auf einem selbst drauf. Das heißt, die Feuchtigkeit kommt auf euren Schlafsack. Und dann wacht ihr morgens auf und es ist nass. Ja, also eigentlich sind wir mit dem Zelt die ganze Zeit sehr gut zufrieden gewesen. Aber man muss jetzt leider einfach sagen, dass nach 6 Monaten Dauerbenutzung das Zelt undicht geworden ist und wir deswegen auf ein neues Zelt umsteigen werden.
Genau, also man kann sagen, 6 Monate lang in jeglichen Witterungen hat dieses Zelt eine gute Leistung für uns gebracht. Wir waren sehr zufrieden, aber auf einmal war da irgendwie so ein Punkt, da wurde es undicht. Der Boden, ne, das Material, also trotz Footprint war es irgendwie immer nass im Zelt, auch mehr als feucht. Auch Pfützen haben sich teilweise gebildet, wenn es richtig geregnet hat. Und das war definitiv vorher nicht der Fall. Man findet bei einem Zelt leider, wieso? So oft nicht die eierlegende Wollmilchsau. Das ist einfach so. Man muss gucken, was ist mir besonders wichtig. Man muss ein bisschen Prioritäten setzen auf einige Faktoren und sich daraus dann sein Zelt aussuchen. Natürlich ist es möglich, das vielleicht doch zu erreichen. Allerdings bewegt man sich dann in Preisklassen jenseits von 1000 Euro. Und seien wir mal ehrlich, so viel Geld möchten wir nicht im Zelt nicht ausgeben. Nee. Aber auch das können wir nicht bestätigen, weil wir haben ein solches Zelt noch nie getestet. Dieses Zelt hinter uns, ihr habt es gehört, kommt mit sehr vielen Vorteilen, auch sehr viele Vorteile gerade für Radreisende. Wie da wäre die absolute Sturmstabilität, Fabian, bis 120 km/h, richtig? Das Zelt ist selbststehend, genau. Es hat ein gutes Raumgefühl. Eine tolle Farbe. Eine tolle Farbe, natürlich, man möchte ja nicht gesehen werden. Und einziges Manko, aber auch natürlich wieder ein großes Manko. Nach 6 Monaten ist dieses Zelt wasserundicht geworden. Wir wissen nicht, woran es liegt, ob es jetzt ein Materialfehler ist oder ob das einfach eine Eigenschaft von dem Zelt an sich ist. Wir wissen es nicht, aber würden wir mit dem Zelt nochmal losfahren? Ich würde sagen, definitiv, wenn es wasserdicht geblieben wäre. So. Ja. Was ihr jetzt mit dieser Info macht, das müsst ihr leider selber entscheiden. Das können wir euch nicht abnehmen. Wir haben euch jetzt, so gut es geht, wirklich von Herzen dieses Zelt wahrheitsgemäß nach unserer Erfahrung 6 Monate Dauercampen in diesem Zelt vorgestellt. Was ihr jetzt damit macht, ist eure Sache. Ja. Da überlassen wir euch jetzt. Ja. Ihr findet trotzdem das Zelt verlinkt in der Videobeschreibung. Wenn ihr es euch mal anschauen wollt, macht das gerne dort. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns natürlich mit euch im nächsten Video. Genau. Okidoki.